Von wegen, Eintracht Braunschweig hat keine Stürmer. Man muss sie nur einfach mal spielen lassen, kommentierte nicht ganz zu Unrecht der Sky-Moderator das Spiel bei Wien Wiesbaden. Und damit herzlich willkommen zur 155. Folge der Gegengerade. Und wie immer beginne ich damit, die liebe Anna zu begrüßen. Grüße dich, Anna. Schön, dass du dabei bist. Hallo Thomas, guten Abend. Schön, dass wir uns an diesem dritten, zweiten Advent über drei Punkte unterhalten. Die ersten drei Auswärtspunkte. Ja, ich muss sagen, ich bin völlig überfordert. Ja, ich auch. Auswärtssieg, was sagt man da so? Ja, ich habe es gegoogelt. Oh, nämlich? Ja, es, wenn man nicht zu Hause spielt und trotzdem gewinnt. Ah, okay, ja. Ja, ja, und krass. Ich und so als Fan, was macht man dann so? So irgendwie jubelt man dann auch oder so? Ja, ja, also wenn man sich sicher genug fühlt, dann darf man sich auch freuen. Aber nicht vorher, dann lieber nicht. Okay, okay. Ja, ja, aber also 3-1 wäre das ja angemessen, ne? Ich war wirklich, also dass wir noch gar, also dass wir nicht mal einen Punkt geholt hatten auswärts, war mir so irgendwie in dieser Drastik nicht klar. Ich habe wahrscheinlich Verdrängung oder so, weiß ich nicht. Ja. Weil man denkt ja von Spiel zu Spiel und das bedingt ja auch, dass man dann an die anderen Spiele nicht mehr denkt. das habe ich versucht umzusetzen und war angemessen erstaunt und auch erfreut. Ja. Gleichermaßen. Also das ist ja dann was, was man während des Spieles lernte, weil es der Sky-Moderator etwa 480 Mal wiederholt hat. Ja, nur zwei Tore geschossen und auch keinen Punkt geholt. Ja. Ey, das hast du jetzt erst 8 Mal gesagt. Okay, ich glaube, wie viele Punkte haben wir geholt? Kannst du mal sagen? Ach, danke. So viel. Ansonsten hat er zwar keinen Eintracht-Spieler gekannt, aber ansonsten seine Vorbereitung hat er aber gewissenhaft gemacht. Ja, immerhin die Tabelle konnte er lesen. Ja, das, auch das, auch das. Also auch das. Durchaus, ja. Wie auch immer, wie immer der Reihe nach, steigen wir mal ein ins Geschehen. War mal wieder so eine Eintracht erste Halbzeit, ne? Ja, ich meine, wir hatten ja dann auch irgendwie geschrieben, so, was soll das, warum startet man ohne Stürmer? Weil okay, die Stürmer, die gespielt haben, waren im Abschluss zuletzt nicht besonders glücklich. Aber so ganz ohne ist das irgendwie der richtige Gegenentwurf. Manchmal hat man ja irgendwie so Zutrauen zu Spielern oder Spielerpersönlichkeiten. Und ich komme irgendwie nicht drüber weg, dass ich den Gomez irgendwie mag. Auch wenn ja, er da gerade in der ersten Halbzeit einfach ja, unglückliche Szenen hatte oder das einfach irgendwie nicht so zu Ende spielt oder nicht die Gefahr entwickelt, die man sich da wünschen würde. Ich fand, dass es dann sich im Nachklapp, also bei der Pressekonferenz und auch die Stimmen zum Spiel von den Spielern, sich so gelesen hatte, dass es nicht nur so war, dass das Konzept nicht aufgegangen ist, sondern dass die Spieler es auch wirklich schlecht umgesetzt haben. Also, dass da, wo dann das eine in das andere übergeht, vermag ich nicht zu bewerten. Aber offenbar hatte man sich irgendwie was anderes gedacht. Also ne, du willst ja sowieso nicht scheiße spielen. Das sowieso, also ne, unterstelle ich da auch keinem, dass man irgendwie da mit einer Haltung reingeht, so von wegen, ist uns egal. Wie es in der ersten Halbzeit hätte aussehen sollen, wenn die Spieler das gemacht hätten, worum sie gebeten worden sind. Weil da finde ich auch so Zaunpfähle zu hören waren dann in der Pressekonferenz, wie ja, wenn wir dann die Trainingssachen umsetzen, dann funktioniert es auch plötzlich. Weiß ich nicht genau. Ich weiß auch nicht, wer damit gemeint ist oder was die Alternative gewesen wäre. Fakt ist, erste Halbzeit, boah ey, als danach der Ecke ein Tor fiel, habe ich gedacht, ich kündige. Keine Lust mehr. Ja, also ohne Stürmer ist jetzt nicht 100% richtig. Man hat keinen Zielspieler gehabt. So. Was dann noch apropos Training dazu kam, kann ich mir vorstellen, dass eine der Sachen war, wenn man jemanden wie Gomez da vorne drinstehen hat, dann fängt man nicht an, hohe Flanken auf ihn zu schlagen. Weil er ist halt nicht als Kopfballungeheuer bekannt. Also da waren irgendwie keinerlei Mittel, die eine recht stabile Abwehr wie in Wiesbaden irgendwie hätte in Verlegenheit groß bringen können. Im Gegenzug fing das Spiel ja schon an, nach
25 Sekunden mit der ersten Großchance, ja, wo selbst Ermin irgendwie noch nicht so richtig Herr seiner Sinne war und sich da hat irgendwie tunneln lassen. Gut, dass der gegnerische Stürmer so überrascht war, dass halt nur noch RTH irgendwie angeschossen hat. Aber du sagst es, also ich bin ja immer so ein dauernd Berufsoptimist, aber nach diesem Gegentor nach einer Ecke, wo es ja hieß, dass Wiesbaden die Hälfte ihrer Tore nach Standards erzielt hat und wir halt irgendwie schon 12 Gegentore nach Standards bekommen halt haben. Match, und dann kommt er da komplett frei zum Kopfball, weil Nicolaou sich irgendwie fallen lässt, weil er denkt, das war doch ein Foul. Nee, war es aber nicht. Und da dachte ich wirklich so, also wie du sagst, ich kündige euch da, nee, ich habe jetzt echt die Schnauze voll. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Ja, absolut. Also diese Foul-Diskussion, ich habe das auch irgendwie, klar, irgendwie mitbekommen, ist dann ja auch Teil der Nachbereitung gewesen, aber nee, also so darf man sich da irgendwie nicht abkochen lassen. Ja, schönes Tor, ist halt so ein richtiges Standardtor, so ein richtig Kopfball schönes war klasse. Tor. Da gab's gar nichts. Nach einer Ecke. Ist schon frustrierend. Hat mir auch irgendwie so ein bisschen die Aussicht gefehlt, was da dann irgendwie passieren soll. Weil das einfach alles Essig gewesen ist. Also auch die Abschlüsse vorne. Ach Gott, welche Abschlüsse? Also, ja, alles irgendwie engagiert, aber kopflos, irgendwie nervös. Nicht so, dass man hätte erwarten können, was danach passiert ist. Ja. Scherning sagt ja, ihm fehlt das halt auch an Emotionalität. Das kann ich auch durchaus unterschreiben. Es war dann so in der Halbzeit, wie gesagt, ich bin ja irgendwie so Berufsoptimist, aber ich war so genervt nach diesem Auftritt, wo ich dachte, nee, Leute, ich sehe da keinen, der vorne irgendwie ein Tor machen kann im Moment. Ich wüsste ums Verrecken nicht, wie dieses Spiel besser werden soll, weil Wiesbaden das schon recht routiniert dann runtergespielt hat nach der Führung. Und habe dann gesagt, gut, Daniel, jetzt musst du irgendwie die jungen Wilden bringen. Das bringt ja alles hier nichts mehr. So, das tat er auch. Stellte um auch das System vom 3-4-3 mit einer Doppel-6 auf so einem 5-3-2-System mit zwei Achten und einer Sechs. Also auch etwas offensiver, brachte dafür auch Thor Helgersen, brachte Rayan Philippe und zusätzlich noch, wer war der Dritte, der kam? Gott, jetzt habe ich gerade einen Aussetzer. Kleinen Augenblick, da muss ich jetzt echt mal nachschauen. Ich hab's vorhin sehr peinlich. Krüger natürlich, Florian Krüger, genau. Wo ich dachte, Krüger zuletzt auch nicht so doll, aber dadurch, dass Eintracht in Umschaltmomente kam und der Junge auch mal ein bisschen Platz hatte und vor allen Dingen halt Philipp einen riesen Auftritt da hingelegt hat, also wirklich mit Selbstbewusstsein, mit Können, mit Speed, mit ich spiele in allen Knoten, die meine, das war so richtig so ein Auftritt, Trainer, mich setzt du auf die Tribüne, dann guck jetzt mal zu, so wirkte das auf mich. Weil ja, ich hatte auch den Eindruck. Weiß ich, seit 6 Spielen war er nicht mal im Kader gewesen oder irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, ich kann das ja nicht bewerten, wie da trainiert wird. Ich kann auch nicht bewerten, was da unter Hertel für Grundlagen gelegt oder nicht gelegt worden sind. Weil wir ja seit Sommer über den Jungen sprechen und fragen, ja, was ist denn mit dem so? Weil der scheint ja da zu sein. Kann der nicht spielen? Soll er nicht spielen? Wenn ja, warum nicht? Und ich hatte auch den Eindruck, dass der mit relativ viel schlechter Laune auf den Platz gekommen ist. würde sagen, angemessen schlechter Laune. Ja. Ja. und dann natürlich brutal. Also das Tor. Das erste zumal, Tor? Also, nee, also, das erste ja, Tor? Also ich finde das 2-1, das er macht, ist schon natürlich cool, weil irgendwie eiskalt und in Stürmermanier oder welche Floskel auch immer und natürlich irgendwie wichtige Führungstreffer und so und der Wegbereiter. Aber fußballerisch die Vorlage zum 1-1. Wow! Also, à la Bonheur, ja. Oh mein Gott! Das, ja, und? Also, puh!
Und den zweiten, den man da hervorheben muss, Kaufmann, der den Ball auch verarbeiten kann. Ja. So, und dann wird ja, ich meine, alles, er hat auch ein bisschen macht. Zeit. So, ne? Also ich habe jetzt gerade nicht in Vorbereitung auf diese Sendung, aber aus privatem Interesse das Spiel Stuttgart gegen Leverkusen geguckt und dachte so, was der, reden wir über den gleichen Sport? Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich ja, genau, weil er relativ viel Zeit hat und weil Wiesbaden ihm da relativ viel Platz lässt. Aber das, was ihm da an Möglichkeit gelassen wird, setzt er dann, also nutzt er halt fantastisch. Und ich, ja, also ist auch kein Geheimnis, war schon öfter erwähnt, der Typ, auch wenn der manchmal zweifelhafte Leistungen bringt. Aber ich habe das Gefühl, in dem rührt schon so ein richtig krasser Motor, der einfach den Klassenerhalt will. Das war letztes Jahr so, da kann ich mich an ein Interview erinnern vor der Winterpause, wo der so angepisst gewesen ist. Und das finde ich einfach geil. Das finde ich super, wenn ich das Gefühl habe, da ist nicht jemand irgendwie sportlich enttäuscht oder hätte von sich selbst mehr verlangt oder so, sondern der will aus dieser Situation raus und gibt dafür alles. Und das holt mich einfach ab. Ja. Ja, man muss sagen, er ist dann jemand, der so ein bisschen Hop- oder Top-Spieler ist. Ja. Also er sucht oft den Abschluss. Das kann richtig gut werden. Das hat er zum Beispiel gegen HSV ja zweimal unter Beweis gestellt. Das kann aber oft auch eigensinnig wirken bei ihm. So, auch wenn er in Dribblings geht. Er ist halt schnell. Also wenn der Fahrt aufnimmt, dann hast du als Gegenspieler ziemlich wenig zu lachen, wenn er mit Tempo ankommt. Rennt sich halt dagegen aber auch mal ganz gerne fest. Aber ja, wir haben ja schon gesagt, das ist so die emotionale Achse im Moment. Hinten mit Ermin, dann Krause in der Mitte und vorne er. Und das brauchst du im Moment auch in dem Team auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, das 1-0 überhaupt, 1-1. Also ich war völlig fassungslos, hab das auch getwittert oder geixt, getweetet, geixt, weil der Pass von Helgason schon auf Philipp war schon richtig gut, weil es war ein langer Ball, der ankam. Das ist jetzt nicht die Norm gerade bei der Eintracht. Genau, dann dieser Ball von Philipp, fantastisch, also wirklich auf den Punkt und Kaufmann macht dann auch alles richtig. Ja. Auch, muss man ja sagen, zu Recht in der Vergangenheit viel gescholten, Kurutschei beim zweiten Tor mit diesem Außenrisspass auf Kaufmann. Kaufmann dann ja im Fallen irgendwie das Ganze dann weiterleitet an Philipp. War auch im letzten Spiel schon nicht schlecht. Ja, es hat auf einmal angefangen, Spaß zu machen. Ja. Sie haben wirklich Fußball gespielt und zwar eine gesamte Halbzeit. Mit so viel Tempo. Also man kann ja wirklich sagen, das 1-1 fast überfallartig, so lange hatten wir keine Überzahl, aber dann so richtig schön über die Außen gerannt und man gönne uns die Schwärmerei, denn derlei Anlässe hatten wir nicht viele. So sieht's aus, dürfen wir jetzt auch mal ein bisschen übers Ziel hinausschießen, finde ich, das ist völlig in Ordnung. Ja, schon schön. Ja. Das 3-1 ja auch entsprechend. Also. Ja. Nee, das hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, gerade Philipp hat richtig viel Spaß gemacht, der einfach mit Selbstvertrauen und ich probiere mal was. Also genau diese Sachen, die einfach die ganze Zeit gefehlt hatten, die vorher ja so ein Stück weit, wo der wieder verschwunden ist, war es man auch nicht Amin ja zwischendurch ja durchaus mal auf den Platz gebracht hatte. Ich dachte so, ja, genau sowas fehlt ja, aber weiß, was jetzt kommt gegen Kaiserslautern. Da ist so ein wichtiges Spiel. Ja, da ist Kaufmann halt gelb gesperrt. Was ich sehr cool finde, ist, um weiter erstmal bei den positiven Sachen zu bleiben, dass Scherning hinterher zugegeben hat, gegen Fürth hat das schon bedauert, dass er Philipp auf die Tribüne gesetzt hat. Er sagt, den hätte ich da ganz gut gebrauchen können. Also auch da guckt er mal in den Spiegel und denkt so, nee, Daniel, da musst du was anders machen beim nächsten Mal. Und da macht er was anderes. Die Frage, die sich natürlich stellt, bei aller Schwärmerei nochmal, war eine wundervolle zweite Halbzeit. Ich weiß nicht, ich glaube, alle ersten Halbzeiten unter Scherning waren scheiße. Davor auch schon, aber wir machen jetzt mal ein neues Zeitalter auf, das Scherning-Zeitalter. Mhm.
was zum Teufel geht da in den Spielern vor? Oder stellt der Trainer sie irgendwie so ein, dass er irgendwie in der Halbzeit gefühlt immer dreifach wechseln muss, Systemumstellung und dann läuft es irgendwie? Warum nicht von Anfang an? Das ist mir irgendwie so ein bisschen so ein Rätsel. Vielleicht unterscheiden sich da Theorie und Praxis doch noch zu sehr. Also, dass sich irgendwie Dinge doch noch weiter einspielen müssen, nicht nur im Team, sondern auch zwischen Trainer und Mannschaft, um das irgendwie, um die Dinge noch vorhersehbarer zu machen in der Umsetzung. Weil, also das, was offensichtlich funktioniert, ist die Identifikation von Fehlern und ihre Korrektur, und zwar in extrem kurzer Zeit. Also, dass auch da vielleicht übers Ziel hinausgeschossen im Schwärmen, aber habe ich so in der Quote und in der Effizienz oder in beidem, also in der Häufigkeit der Effizienz, selten gesehen, dass Wechsel so wirken. Weil die Wechsel bisher wirklich immer einen richtig signifikanten Unterschied gemacht haben in der Qualität des Spiels. Und vielleicht braucht der Trainer auch irgendwie einfach noch eine Weile, um, weiß ich nicht, die Liga kennenzulernen oder die Abstimmung zwischen Videoscout in der Vorbereitung und ihm, ich könnte vermuten, dass es irgendwie kommunikative Punkte sind, weil er ja offensichtlich Fuchs genug ist, taktische Hebel zu finden, um den Trainer, um den Gegner irgendwie zu schwächen oder ihn zu überlisten. Das sagte ja auch Kaufmann, was dem Team viel Selbstvertrauen gegeben hat und weshalb sie auch so eine zweite Halbzeit hingelegt haben, ist, dass sie merkten, was immer der Trainer an Korrekturen macht, die greifen. Ja. So. Ja, also ich habe auch keine Erklärung. Ich bin so ein bisschen unzufrieden mit, ja, wenn wir in Rückstand geraten, das braucht die Mannschaft, um sich zu motivieren. Das finde ich keine faire Unterstellung. Nee. Finde ich ein bisschen kurz gegriffen, weil ich das ehrlich gesagt, also es ist so ulkig, ne, wie schnell sich so Dinge verändern können. Aber jetzt irgendwie mit Kaufmann, Bikacic, auch deswegen geholt. Hoffmann im Tor finde ich einfach auch cool, ja, weiterhin Sahne. So jung also, wie der ist, macht er einfach irgendwie total Spaß. Auch Multaub, mal glücklicher, mal unglücklicher, und irgendwie fieber ich auch persönlich mit Nicolau, so, ne, jetzt ist er wieder ausgewechselt worden und danach lief's gut, letzte Woche ist er eingewechselt worden, danach lief's besser, also, ne, was ist da irgendwie los, dass meine Identifikation mit dem Team wirklich über die Maßen gestiegen ist in den letzten Wochen und ich deswegen keine Freundin davon bin, zu sagen, ja, die fangen erst an, sich zu bewegen, wenn sie irgendwie zurückliegen, weil dafür ist die Tabellensituation zu schlecht und jeder weiß, worum es geht. Nee, das ist es nicht, aber ich weiß nicht, irgendwie ist da noch eine Schere im Kopf in der ersten Halbzeit, woran auch immer das liegt. Aber ja, also Scherning, der Kicker, kommentierte das mit, dass er die Köpfe gewonnen hat. Das scheint tatsächlich so zu sein. Ich finde auch das Thema Nicolau ist auch so ein Ausdruck davon. Meine Nicolau ist ein richtig guter Spieler, wenn er in mindestens mal Normalform ist. Auch ein wichtiger Spieler für Eintracht. Also A, Zweikampfstärke, B, Übersicht. Der kann auch richtig gute Pässe in die Tiefe spielen. Und das finde ich halt wirklich stark von Scherning, wie er damit umgeht. Er ist halt konsequent in zweierlei Hinsicht. Er bringt ihn weiter. Er weiß ganz offensichtlich, was der Junge kann. Aber er hat auch keine Hemmung, ihn erstmal auf die Bank zu setzen oder zur Halbzeit wieder rauszunehmen, wenn es halt nicht funktioniert. Also und das hattest du so gerade angemerkt. Das finde ich halt auch richtig gut. Dass wir kommen ja von zwei Trainern, Schiel und auch Hertel, die irgendwie so Wechsel ab der 75. gefühlt machten. Also ich glaube, Hertel hätte nicht trotz der Art zu spielen irgendwie drei Wechsel gemacht und so ein System umgestellt, gesagt, nee, der Plan ist eigentlich richtig, er muss nur umgesetzt werden. Michael Schiele war da auch immer so ein bisschen, hatte ich die Wahrnehmung. Also so dreifache Wechsel, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber da denkt Daniel Scherning offenbar schon recht radikal und effizient. Sagt so, nö, das müssen wir anpassen. Das heißt, drei Spieler raus. Ja, dann machen wir das mal. Ja, es hat halt wirklich etwas, was ich
im Vorhinein nicht antizipiert hätte, weil er ja schon, finde ich, so ein bisschen unnahbar wirken kann, der Trainer. Weil ich finde, drei Wechsel zur Halbzeit heißt, ich habe den Fehler gemacht. Also, Fehler ist jetzt irgendwie ein großes Wort, aber Ja. ich korrigiere meine Linie und nicht Spieler, bitte macht, was wir besprochen haben. Ne, das kann er ja dann in der PK im Nachhinein sagen, dass er sagt, ja, meine Idee war anders, aber irgendwie also konnten wir nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen haben in Halbzeit 1. Das ist, finde ich, so eine Mischform aus Selbstkritik und Kritik an der Mannschaft. Aber ich finde, ja genau, drei Wechsel zur Pause heißt, alles klar, so Kurswechsel, Abfahrt. Das ist jetzt halt die spannende Frage. Das wird sich, glaube ich, erst so im Laufe der Rückrunde wirklich ergeben, weil ich finde, das kann halt beides sein. Du hast recht, das kann sein. Da habe ich ins Klo gegriffen, was meine Spielidee angeht. Funktioniert ganz einfach nicht aus Gründen. Also muss ich mich korrigieren. Das macht er dann zumindest. Es kann genauso gut sein, dass es einfach wirklich ein Unterstützen des Teams ist, wo er sieht, okay, die Idee würde nach wie vor funktionieren, die kriegen die PS aber einfach nicht auf die Straße, da kann ich mich auf den Kopf stellen. Warum auch immer, habe ich jetzt keine Zeit, das zu analysieren oder irgendeine Maßnahme zu ergreifen mit dem Team, was auf dem Platz steht, das jetzt so zu machen, wie wir uns das vorgenommen haben. Gut, also hole ich jetzt Plan B aus der Schublade, falls es einen Plan B gibt oder ich mache Ad-hoc-Anpassungen, die mir gerade auffallen, wo ich denke, so, naja, das klappt nicht, aber das könnte jetzt funktionieren. Kann beides sein. Das finde ich schwer einzuschätzen. Es ist halt nur sehr Da hast auffällig, du dass natürlich ständig recht. erste Ja, Halbzeiten das verkackt stimmt. werden. Ja, das stimmt. Ja, es. Ja. Ja, also es wäre schöner, wenn das zukünftig nicht passiert. So, ja. Das an Da der können wir uns Stelle auf einigen irgendwie. eventuell. Auf der anderen Seite ist es mir so, lieber als andersrum. Ja, also wenn es mal andersrum ist und wir mit 3-0 in die Pause als Führung gehen und dann am Ende wegen der scheiß zweiten Halbzeit nur noch 3-1 gewinnen, ist mir das eigentlich auch egal. Ja, aber wenn wir 4-3 verlieren, dann Aber nicht. Oder wenn wir drei oder sagen wenn. wir mal, wir können ja mal anfangen, mal so einen 60 Minuten überzeugenden Auftritt, so Ja, in kleinen Schritten vorangehen. Ne? du feilst So, dich da so wir hoch. feilschen mal mit dem Trainer so, oder mit dem Team mal. Ja, Ja. spannenderweise, ich hatte so ein bisschen im Überschwang meiner Gefühle darauf spekuliert zu sagen, wenn ich mir jetzt mal so die Tabelle und was dann noch so kommt, mal so angucke, dann wäre es eigentlich ganz cool, wenn Schalke gegen Rostock gewinnen würde, weil Schalke sehe ich weiter Ja, nicht Schalke als wird da eh natürlichen raus. Ja. Abstiegskandidatengegner. Ja, safe. Und es wäre auch ganz geil, wenn Kaiserslautern verlieren würde. Und die hatten das schon verloren. Also Ja. insofern passte das ganz gut, weil dann könnten wir gegen Kaiserslautern gewinnen. Und Rostock muss dann nämlich gegen Paderborn spielen, die jetzt ja mal gerade den HSV die erste Heimniederlage Naja, beigebracht Paderborn haben. ist so Und eine dann hätte Wundertüte. die große Fahrradkette, hätten wir auf einmal nur noch 3 Punkte Abstand auf Rang 16, wenn das so Ja, das kommen sollte. Man kann wäre. ja mal ein bisschen träumen jetzt, oder? Ja, also du musst auf jeden Fall Lautern schlagen. Ich weiß, ich hatte Ja. einen 4-Punkte-Plan, hat sich geändert. Ich bin wieder Ja. Trainer, ich passe meine Pläne an. Ist jetzt ein Wirf den in den Papierkorb. Sechs-Punkte-Plan. Hilft jetzt nicht. Der Plan war gut, aber wie Scherning das auch macht, wir müssen jetzt mal anpassen, ja. Richtig, genau. Also aus dem 4-Punkte-Plan habe ich einen 6-Punkte-Plan gemacht und ein unglaublich wichtiges Spiel. Ja, gewinnen, Winterpause, irgendwelche smarten Sachen mit dem Kader machen und dann mal gucken. Aber ja, also das Gefühl ist ein anderes als damals. Damals Ja, unter Jens. Hoffentlich geht es ihm definitiv. gut. Ich wünsche ja Leuten wirklich nichts Schlechtes, ne? Ich merke das dann auch immer. So, wenn die dann weg sind, dann denke ich an sie und dachte, ach Mensch, ey. Vielleicht sollte Tja. er, guck mal, hier, welcher Trainer war das? Hier, der, hier, wie heißt der? Slomka, genau. Der jetzt gerade im Kicker ausführlich gesagt hat, seine Trainerzeit ist vorbei. Finde ich eigentlich voll smart, wenn Leute so eine Einschätzung haben. Tja. Naja, liebe Grüße an Jens Hertel. Frohe Genau, Weihnachten. das sehe ich, wenn sie wechseln, auch sehr entspannt. Einmal Löwe, immer Löwe. Er Ja. hat dem Verein ja nichts Schlechtes wollen. Ja, gut, Nein. hat es einfach nicht hingekriegt. Nee, genau. Passiert. Ja.
Genauso ja mit unserem beliebten Peter Vollmann. Persönlich habe ich dem auch nie was Schlechtes gewünscht. Im Gegenteil. Der kann jetzt wieder der Magenta Sport vielleicht machen. Ja, zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, vielleicht geht er zu 1860 München oder sowas. Also 60 ist ja auch. Das ist so ein. Oh, also manchmal denke ich so, da würde seine Art eigentlich sogar schon richtig gut hinpassen, weil da könnte er mal so ein bisschen aufräumen. Also vielleicht täte er den anderen Löwen sogar ganz gut, wer weiß. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hinkriegt. Ich finde wirklich, also manchmal denke ich so, boah, bei der Eintracht ist wild und dann lese ich irgendwas zu 60 und denke so, wow, okay. Ja, ich habe, den kann man nur als Abonnent oder Süddeutsche Zeitung Plus Abonnent hören. Es gab eine wahnsinnig tolle Podcast-Serie über die 60er von der Süddeutschen Zeitung. Fing halt so an mit Werner Lorand und ging dann in diese Allianz Arena-Ära und der Investor und Pipapo und was da abging. Heiliges Kanonröchen, dass das alles Kindergeburtstag bei der Eintracht gehen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Voll, also, Wahnsinn, du kannst dir schon vorstellen, ja. Ja, definitiv. Also, wie auch immer, weil selbst Osnabrück gibt sich ja nicht auf. Die liegen zwar gegen 1-1, gestern noch gespielt. Drei Punkte hinter uns, aber mal eben gegen St. Pauli, Tabellenführer, einen Punkt geholt. Also, richtig. Auch da könnte vielleicht. Auch eine Unverschämtheit. Ey. St. Pauli ist einfach zu nichts zu gebrauchen. St. Pauli sowieso nicht, aber ist ja egal, bei denen holen wir wieder Punkte. Also insofern ja. Gut, wie auch immer, wir einigen drauf, ganz egal, was die Konkurrenz macht. Wir müssen dieses Spiel gegen Kaiserslautern gewinnen, irgendwie. Ja. Und falls wir zumindest Teile der ersten Halbzeit vielleicht mal anfangen, vernünftigen Fußball zu spielen, ist da durchaus eine Chance. Ja, das stimmt. In diesem Sinne, wir drücken dem Team die Daumen, rennen ins Stadion, frieren uns den Hintern ab oder lassen uns nass regnen, je nachdem, was gerade für ein Wetter ist. Okay. Und schreien am Sonntag das Team zum Sieg, verdammte Axt. Ja. So, Schluss jetzt. Jetzt habe ich mal ein Machtwort gesprochen. In diesem Sinne, Anna, wünsche noch einen schönen Abend. Schönen Abend noch, Thomas. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.